Battlefield 3 war EAs und DICEs Versuch, das Erfolgsrezept der actiongeladenen Call of Duty-Kampagnen zu kopieren und ihm ihren eigenen Twist zu verleihen. Da ich des Öfteren nach einem Video zur Battlefield-Reihe gefragt wurde, finden wir heute also heraus, ob man Battlefield 3 nur mit einem Messer durchspielen kann. Die Regeln für dieses Video sind wie immer recht simpel. Ich darf Gegner nur mit einem Messer töten. Ausnahmen stellen hierbei Abschnitte dar, in denen ich Fahrzeuge steuere oder Fahrzeuge mit Raketenwerfern ausschalten muss. Damit starte ich also direkt ein neues Spiel auf einfach und man wirft mich in eine Cutscene, in der sich der Hauptcharakter umbringen will. Ich überlebe, überwältige einen Gegner und habe kein Messer. Das ist aber kein Problem, seht ihr? Das Spiel nutzt eine Art der Narrative, bei der es mir zuerst einen Teil des Endes zeigt, bevor wir dann in den nächsten 2 bis 3 Stunden erfahren, wie wir hierher kamen. Das heißt, was wir hier eigentlich spielen, ist das letzte Level. Und darum besprechen wir dieses Problem später. In einem Quicktime-Event kicke ich einen Feind aus dem Fenster, hüpfe dann aus dem Zug, um einer Bombe zu entgehen, und überlebe einen Schuss, der mich unmöglich verfehlt haben kann. Bei solchen Quicktime-Events fühle ich mich wieder wie ein 13-Jähriger, denn jedes Spiel in meiner Jugendzeit musste diese coolen Sequenzen einbauen, die absolut nichts Positives zum Spielgefühl beitragen. So oder so, es gefällt mir nicht, wieder Jungfrau zu sein. Also zurück in den Zug, wo ich überwältigt werde und jetzt endlich erfahre, was hier eigentlich los ist. 2 Regierungsbeamte verhören mich, da ich anscheinend Infos zu einem geplanten Anschlag in New York habe und obendrein noch in ziemlicher Scheiße stecke. Ich als Spieler weiß bisher zwar nicht, was ich getan habe, aber solange ich die Fragen dieser Männer beantworte, soll wohl alles gut werden. Wir haben hier also die exakt selbe Story, die Black Ops 1 ein ganzes Jahr früher schon erzählt hat. Zunächst geht es um einen Einsatz im Irak. Alle wichtigen Infos erhalte ich hier typisch für Videospiele aus dem Jahr 2011 in einer interaktiven Cutscene, in der ich nichts machen kann außer zuhören. Irgendwie habe ich mich dann noch kurz in der Konsole verfangen und war fasziniert von diesen PNG-Äpfeln, die auch schon vor 9 Jahren nicht mehr zeitgemäß waren. Lustig als das ist aber, dass sich meine Beine beim Drehen absolut nicht bewegen, so als hätte ich diese coolen Schuhe mit Rollen unten dran. Wir sollen jedenfalls ein paar vermisste Soldaten suchen. Auf dem Weg dorthin wird ein Kamerad von einem Scharfschützen getroffen. Und natürlich rette ich ihn mit einem Druck auf die Leertaste. Bevor ich dann ein paar Gegner mit einer absolut unbefriedigend aussehenden Nahkampfanimation töte. Es ist echt komisch, dass Battlefield gleichzeitig so schwache Moves, dann aber auch wieder sowas hier bringt. Nachdem ich genug Gegner getötet habe, entscheiden sie sich dazu, einfach zu verschwinden. Und kommen mit Raketenwerfern wieder. Ich habe hier nun schlechte Nachrichten für euch. Erst habe ich versucht, meine Kameraden die Schützen ausschalten zu lassen. Doch die waren ungefähr genauso hilfreich wie ein Messer in einer Schießerei. Also musste ich mich selbst drum kümmern. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich nur Pech hatte, aber nein, du kannst Battlefield 3 nicht nur mit einem Messer durchspielen. Anstatt das Video aber zu beenden, gestalten wir es doch etwas interessanter. Ich spiele weiterhin nur mit einem Messer, aber wir zählen die Kämpfe, in denen ich schießen muss. Nicht jede einzelne Kugel, aber jede unabhängige Situation, in der ich dazu gezwungen bin, auf etwas anderes als mein Messer zurückzugreifen. Das ist die Nummer 1. Nach dem Typen mit den Raketenwerfern geht es rauf aufs Dach, wo uns ein Scharfschütze ins Visier nimmt. Und natürlich bin ich es, der ihn mit einem Raketenwerfer ausschalten muss. Als ich dann ein anderes Squad unten auf der Straße unterstützen soll, konnte ich einfach wie der Rest meiner Gruppe dumm dabei zusehen, bevor es dann mit einem Holzbrett auf ein anderes Dach und schließlich zu den vermissten Marines geht. Noch schnell rein gar nichts bei einer Gebietsverteidigung getan, bemanne ich das MG eines Fahrzeuges, wo ich erneut nichts tue, bis das Spiel dann die Grafikmuskeln spielen lässt und mir ein Hochhaus an den Kopf wirft. Aber keine Sorge, natürlich überlebe ich das. Und da vor uns ist der Bösewicht des Spiels, Solomon. Ich schleiche mich nun an jeder Menge feindlicher Truppen vorbei, ärgere die Peter
versuche mich an weiteren Gegnern vorbeizuschleichen, was nicht geht, und so werde ich vom Spiel dazu gezwungen, einen weiteren Massenmord anzurichten, bevor es dann durch eine Garage geht. Ein Gebäude hilft mir, indem es auf zwei Feinde stürzt. Ich töte eine unaufmerksame Patrouille und treffe auf eines meiner Teammitglieder, mit dem ich mich dann zum Abholpunkt begebe und diesen verteidige, indem ich das Geschütz eines Autos bemanne und rein gar nichts tue. Hat ja beim letzten Mal so gut funktioniert. Wir werden evakuiert und damit habe ich die erste Mission einmal vorwärts und, falls es euch aufgefallen ist, rückwärts gespielt. Da es aus dieser Mission aber nicht hervorgeht, erklären mir die beiden Regierungsbeamten, dass die Truppenaktivität der Perser im Irak dazu geführt hat, dass die USA im Iran einmarschieren. Ist ja schön und gut, doch die nächste Mission steckt mich komplett kontextlos in die Haut einer US Air Force Pilotin. Und wem mache ich was vor? Die Mission ist sowohl für die Narrative als auch gameplay-technisch uninteressant und vor allem irrelevant. Ich hebe ab, denn nichts hält mich am Boden, zerstöre ein paar Jets, zerbombe ein paar Flaks, markiere ein paar Ziele und lande schlussendlich wieder auf dem Flugzeugträger. Wir, und damit meine ich meinen Squad und mich, waren auch im Iran. Und hier erfahre ich zum ersten Mal, was los sein könnte. Denn einer der Ermittler wirft mir an den Kopf, meinen vorgesetzten Offizier getötet zu haben, bevor er mich dann auffordert, zu erzählen, wie wir die Bombe gefunden haben. Alles begann mit dem Sturm auf die Stadt. Ich sollte ein paar MG-Nester ausschalten, doch diesmal waren meine Kameraden etwas effektiver als ich. Ein Haus gesichert, geht es mit einem Konvoi tiefer in die Stadt, bis unser Weg von einem Tanklaster versperrt wird. Man wusste sogar, dass das ein Hinterhalt wird, doch dennoch gehen wir stumpf drauf zu und verlieren einige gute Männer, bevor wir die Brücke räumen und weiter vorrücken, wo uns ein Panzer begegnet. Anscheinend habe ich die Crew allerdings beim Abendgebet gestört, denn nicht nur hat man kein Interesse daran gezeigt, uns zu töten, ich konnte mich sogar als Beifahrer in den Panzer setzen. Selbst als ich es dem Schützen regelrecht anbot und begann, die Turmkanone zu deepthroaten, keine Reaktion, weshalb ich mich dazu entschied, weiterzugehen. Ah, jetzt schießt du? Aber macht euch keine Sorgen. Natürlich hat der Panzer keinen Multikill und wir sind alle wohlauf. Vor der Bank muss ich dann einige Panzer mit einer Javelin ausschalten, was bestimmt nicht so einfach gewesen wäre, hätte der Schütze heute keinen schlechten Tag erwischt. Und es geht nun, nachdem ich meinem Kameraden beim Klettern zusehen darf, über ein offenes Klofenster rein in die Bank. Man könnte sagen, da haben wir einen richtig beschissenen Auftritt hingelegt. Nach einer getöteten Wache, die wir wohl beim Pinkeln gestört haben, sichere ich mit meinem Messer das Foyer und es geht ab in den Keller, wo ich etwas Geld einstecke, weil die Army nicht gut genug bezahlt, und am Fuß eines Aufzugsschachtes sichere ich einen letzten Bereich, bevor wir den Tresor betreten, wo wir nicht nur Unmengen an Geld, sondern auch einen Koffer mit einer russischen Atombombe sowie Platz für zwei weitere finden. In der Nähe davon sind Karten für Paris und New York. Und ich denke, wir wissen jetzt, woher ich die Infos für einen geplanten Anschlag in New York habe. Anstatt aber zu versuchen, den Anschlag zu verhindern, befragt man mich zu einem Russen, den ich kennen soll. Sein Name ist Dima, der sich vor einigen Stunden in Paris befand. Ihn spiele ich jetzt. Nach einer Fahrt durch Paris brechen wir in die Börse ein. Ich kämpfe mich durch das Parkhaus, werfe einen Gegner die Treppe runter, sehe einem Mitarbeiter beim Weiben zu, kämpfe mich durch die Bürogebäude und finde schlussendlich den Träger der Atombombe, der sich spontan dazu entscheidet, wie eine kleine Bitch wegzulaufen. Wir verfolgen ihn durch die Straßen Paris, während es die Polizei anscheinend nur auf uns abgesehen hat, und kurz bevor ich den Schützen ergreifen kann, feuert jemand durch ihn durch einen Raketenwerfer ab. Und wir lassen uns viel zu lange von unserem toten Teamkameraden aufhalten. Geht ja nur um die Leben von ein paar tausend Franzosen. Ich stelle mich dem Bombenträger zum Kampf an der Metro, werfe ihn vor einen fahrenden Zug und die Atombombentragetasche ist leer? Oh fuck! Anstatt mir aber nun zu glauben, dass es bestimmt drei Atombomben gibt, eine im Iran, eine für Paris und die nächste in New York, wirft man mir vor, dass Dima die Bombe gezündet hat.
Ich meine, okay, selbst wenn es so wäre, könnte man nicht zumindest in Anbetracht der Gefahr zumindest meinen Infos nachgehen? Naja, wir übernehmen nun die Kontrolle über einen Panzer. Denn jetzt spielen wir das Rettungskommando, das uns aus der Bank evakuiert hat. Bevor wir diese aber erreichen, müssen wir erst ein paar Dinge tun. Und da es sich dabei erneut um eine reine Fahrzeugmission handelt, fasse ich mich kurz. Einige Panzer zerstört, säubern wir ein feindliches Lager, schalten einen Konvoi aus, fahren viel zu lang einfach nur in eine Richtung, zerstören ein paar Selbstmord-Autobomben und erreichen schlussendlich die Stadt, wo ich erst durch ein Gebäude fahre und dann vor der Bank mit einem Raketenwerfer schwer getroffen werde. Immerhin reicht es, um die Evakuierung der Marines zu sichern und dann zurückgelassen zu werden. Hätten wir mal die Atombombe gefunden. Dafür bin ich jetzt wohl so etwas wie ein Star. Man setzt mich vor die Kamera. Und wen sehe ich da? Meine zwei neuen besten Freunde. Solomon und Al-Bashir, der Diktator im Iran oder so. Wir drehen unser erstes gemeinsames Video. 1000 Grad heißes Messer gegen Amerikaner. Oh. Aber auch nachdem Solomon einem amerikanischen Soldaten den Kopf abgeschnitten hat, glaubt man mir kein Wort. Und das, obwohl gerade einer der beiden Verhörleiter einen Anruf bekommt, dass man Solomon in New York gesehen hat. Was uns zur nächsten Mission bringt, in der wir herausfinden, dass er tatsächlich böse ist. Gab bisher ja auch nicht genügend Hinweise darauf. Diese Mission ist ein einziger langer Sniper-Part. Und deshalb werde ich mich wieder einmal kurz fassen. Ich knipse die Lichter aus, um die Landezone für die Marines zu sichern, töte einen einzelnen PLR-Soldaten, seile mich ab, töte eine weitere Wache und dann nochmal zwei und darf nun endlich wieder mein Messer benutzen. Nach einer ausgeschalteten Gegnergruppe finden wir dann den Ort der Hinrichtung. Ha! Damit habe ich es ihnen gezeigt! Und hinter einem leeren Einkaufszentrum gebe ich nun als Sniper Deckung, bis Al-Bashir dann in einem Auto flieht und von uns aufgehalten und festgenommen wird. Ich spiele dann noch den Türsteher und sichere den Rückzug ins Kaufhaus, beschütze Al-Bashir, indem ich dort ein Massaker anrichte, verliere gegen ihn einen Anstarr-Wettbewerb und am Ende stirbt Al-Bashir in unserem VTOL, nachdem er uns verraten hat, dass Solomon tatsächlich böse ist und wann er zuschlägt. Wie toll. Immerhin finden wir in seinem Handy die Nummer eines russischen Waffenhändlers, der die Atombomben sehr wahrscheinlich gestohlen hat. Und im Nordiran sollen wir ihn uns krallen. Dort stellt sich aber nach einem Hinterhalt raus, dass bereits die halbe russische Armee hier ist, da sie es nicht ganz so toll findet, dass Kafarov, so heißt der Waffenhändler, ihnen drei Atombomben gestohlen hat. Um ehrlich zu sein, war es gar nicht so schwer, das Tal zu sichern, da ich mit meinem Messer Gegner hinter hüfthoher Deckung ausschalten kann. MG-Schützen relativ anfällig auf Angriffe von hinten sind und erst gegen Ende zwei Schützenpanzer anrücken, für die ich einen Raketenwerfer zwischen den Arschbacken habe. Aber ein russischer Jet stellt einige Probleme dar. Doch mit geschicktem Manövrieren von Deckung zu Deckung entgehe ich ihm lang genug, um eine Stinger zu finden und ihn mit dieser schlussendlich vom Himmel zu holen. Auch wenn es uns die Leben zweier Kameraden kostet. Bevor wir nun Kafarovs Villa stürmen, übernehmen wir erneut die Kontrolle über Dima. Diesmal vor dem Anschlag in Paris. Und zwar ist es auch sein Ziel, Kafarov gefangen zu nehmen und die fehlenden Bomben zurückzuholen. So spielen wir also eine Runde Warzone, und das im Jahre 2011, fahren mit gestohlenen Autos zur Villa, wo ich ein weiteres Mal schießen muss, erschrecke einen Gegner so sehr, dass er glatt durch die Wand und wieder zurückgeht, und erreiche gerade noch so mit viel Mühe und Not Kafarovs Heli, mit welchem er fliehen will. Schön eine reingehauen und gemeinsam fallen wir in die Tiefe. Doch wie bringt mich das mit Dima in Verbindung? Als wir bei der Villa ankamen, war diese schon geräumt. Und im Poolhaus treffe ich auf ihn, wo er mir alles über Solomon, die Atombomben und seinen Plan erklärt. Gemeinsam können wir ihn aufhalten. Und wenn ich hier nicht meinen Offizier erschieße, erschießt er mich. Wieso auch immer. Also knalle ich ihn ab, Dima bricht auf nach Paris und so kamen wir in dieses Verhör. Anstatt mir aber endlich zu glauben, sagt man mir, Solomon wäre amerikanischer Doppelagent. Ja, wahrscheinlich! Und warum sagt man mir das erst jetzt?
Jedenfalls bekommt der Glatzkopf hier einen Anruf, dass man wohl einen Zug verloren hat. Und wir haben unseren Black Ops, das bedeuten die Zahlen, Moment. Fragen unseren Kollegen, ob er uns vertraut, überwältigen die beiden Idioten und brechen aus. Damit sind wir wieder am Anfang des Spiels. Und jetzt kümmern wir uns um das anfangs erwähnte Problem, dass ich kein Messer habe. Nicht, dass es jetzt noch eine Rolle spielt, doch der gesamte Zug ist eine Situation, die ich ohne Messer überwinden muss. Bis mich Solomon überwältigt, ich ihn überwältige und den ganzen Zug in die Luft jage, wonach ich wohl plötzlich irgendwo ein Messer gefunden habe. Wieder an der Oberfläche verfolgen wir Solomon mit einem Auto und ganz ohne mein Zutun baut er einen Unfall. Er schießt meinen Freund und der Kampf um das Leben mehrerer tausend Amerikaner beginnt. Gut, dass alle Beisteher nur zusehen. Richtige Zivilcourage. Bevor Solomon die Bombe zünden kann, verprügle ich ihn mit einem Ziegelstein. Stelle die Bombe sicher und damit sind nicht nur tausende New Yorker gerettet und ein Krieg zwischen Russland und der USA abgewandt, sondern ich hatte obendrein auch noch recht, was das Beste an dem Ganzen ist. Dima schreibt die Ereignisse nieder. Und damit habe ich Battlefield 3 so gut es geht nur mit einem Messer durchgespielt. Um ehrlich zu sein, wundert es mich nicht, dass ein Spiel von 2011, welches sehr auf Action getrimmt ist, nicht nur mit einem Messer durchspielbar ist. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Und an der Stelle bedanke ich mich wie immer herzlich bei allen Leuten, die diesen Kanal mit einem besonders großzügigen Beitrag monatlich unterstützen. Vielen herzlichen Dank! Wenn du mich auch unterstützen willst, kannst du das gerne neben der Abonnieren-Schaltfläche auf Mitglied werden oder auf Patreon, wo ich Videos für Unterstützer früher veröffentliche. Damit bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!